Hallo und einen recht schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich für die Ergebnisse aus unserer kleinen Studie zum ersten Mal Führungskraft interessieren, die wir ja vor einigen Monaten durchgeführt haben. Dieser erste Karriereschritt vom Mitarbeiter zur Führungskraft, das ist wie gesagt, das wissen viele, einer der schwierigsten Karriereschritte überhaupt. Und deswegen haben wir dann im letzten Jahr diese Befragung gemacht. Okay, dann schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse an. Die nächste Frage war, wovor fürchten sich junge Führungskräfte? Was sind ihre Ängste und Sorgen? Auch hier haben wir die Freitexte, all das, was uns geschickt worden ist, wieder geclustert und sind insgesamt auf drei Hauptpunkte gekommen. Einmal nicht anerkannt zu werden, also die Angst, man wird nicht anerkannt. Dann zweitens Versagensängste und drittens nicht genügend Autorität zu besitzen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie die Verteilung bei diesen drei Punkten ist. Mit 32%, hier rot, ist also die Befürchtung oder die Angst, dass man nicht anerkannt wird als Führungskraft. Mit 42% sind Versagensängste ganz deutlich im Vordergrund, also die Angst, man wird dem nicht gerecht, deckt sich natürlich ein Stück weit mit dem, was wir vorher auch gesehen haben, Methodenkompetenz. Klar, wenn ich die Methoden nicht kann, wenn ich methodisch nicht geschult bin, habe ich natürlich viel eher auch Angst zu versagen. Bleibt also noch mit 26%, der dritte Punkt, nicht genügend Autorität zu besitzen. Und da wurde immer wieder auch genannt, vor allen Dingen auch vor älteren Mitarbeitern. Das heißt, dass Ängste bestehen, dass die älteren Mitarbeiter einen nicht anerkennen und dass man nicht die entsprechenden Autorität hat, um sich auch durchsetzen zu können. Auch da, denke ich, gibt es wieder eine Parallele zu diesem Aspekt Methodenkompetenz, will ich mal sagen. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ich es machen muss, dann wird es natürlich auch schwierig. Und der andere Punkt ist natürlich auch, den wir schon gesehen haben, das hat auch etwas mit Verhalten und Persönlichkeit zu tun. Das sind ja auch Aspekte, die dort genannt worden sind. Aber auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auch das ist ein interessanter Aspekt. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter und kommen zu der Frage, was sind Ziele und Wünsche? Wovon träumen junge Führungskräfte? Für heute bedanke ich mich, dass Sie dabei geblieben sind. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video. Ihr Harald Butzko. Machen Sie es gut. Tschüss.